Heute geht es um Musik für Videos. Ich erzähle dir, welche Anbieter ich für welche Art von Videos benutze, wie viel die Songs kosten und ich erzähle auch ein bisschen was zu Verwertungsgesellschaften, wie zum Beispiel die GEMA. Okay, ich fange mal an mit meinen eigenen Videos für diesen YouTube-Kanal. Da benutze ich fast ausschließlich Songs von Artlist. Das Schöne an dem Anbieter ist, dass man da nicht pro Song bezahlt, sondern man bezahlt eine Jahresgebühr und dafür kann man dann die gesamte Musikbibliothek benutzen. Da sind auch durchaus brauchbare Songs dabei. Man hört sich natürlich irgendwann dann mal durch. Es fällt etwas schwerer, neue schöne Songs zu finden. Darum werde ich dann mal, wenn das Abo jetzt demnächst aufläuft, werde ich wechseln zu einem recht ähnlichen Anbieter, Audio. Da habe ich auch schon reingehört, das sind auch sehr gute Songs dabei. Da fehlen mir jetzt halt ein bisschen die Erfahrungswerte, wie schnell man sich da durchhört. Da bezahlt man auch einen Jahresbeitrag, in dem Fall 149 Dollar im Jahr oder man bezahlt 299 Dollar und dann kann man ein Leben lang die Musikbibliothek benutzen. Was jetzt bei diesen Anbietern das Problem ist, dass man nicht sicher sagen kann, ob die Künstler, die bei denen die Songs machen, in einer Verwertungsgesellschaft sind, wie zum Beispiel der GEMA. Ich habe mal bei dem Anbieter nachgefragt per Mail, die haben mir dann auch geantwortet und haben geschrieben, Royalty-free use means our subscribers can use the music in the films without any claims from the artist. Also ist ja eigentlich klar, man bezahlt die Künstler, dass man die Songs nutzen kann. However, be sure to note that if the artist is registered with the Pro, then the Pro may collect royalties from the network, broadcaster, TV channel, radio station, streaming provider, etc. that is airing the film. Also, es kann schon sehr gut sein, dass die Künstler bei einer Verwertungsgesellschaft sind. Diese Songs kann man jetzt für die Videos natürlich trotzdem benutzen. Wann bezahlt man nämlich nicht für die GEMA? Wenn man das Video nur auf YouTube zeigt. Denn YouTube ist dann dafür verantwortlich, das mit den Verwertungsgesellschaften zu klären und auch dafür die Gebühren zu bezahlen. Dasselbe gilt, wenn man YouTube-Videos auf der eigenen Webseite einbettet, weil das zählt wie ein Link und dann bleibt die Verantwortung der Klärung mit Verwertungsgesellschaften bei YouTube. Das zählt auch für Videos, die man auf Facebook und Instagram und sonstigen Social-Media-Kanälen zeigt. Und da unten ist noch ein kleiner Hinweis. Diese Angaben sind ohne Gewähr, einfach aus dem Grund, ich bin halt kein Medienrechtsanwalt und darum kann ich dafür jetzt, dass das alles so stimmt, was ich sage, nicht garantieren. Aber es sind meine Erfahrungswerte, ich habe da recherchiert, wird schon was dran sein. Wann bezahlt man jetzt an die GEMA? Wenn man das Video auf der eigenen Webseite hostet, zum Beispiel, wenn man das Video auf Messen zeigt, auf Events oder im Point of Sale, also halt in einem Laden oder sowas. Da muss man an Verwertungsgesellschaften zahlen, wenn die Künstler bei einer registriert sind. Beim Anbieter Premium Beat, da ist dieselbe Geschichte, dass man nicht sicher sagen kann, welcher Künstler jetzt bei einer Verwertungsgesellschaft ist und welcher nicht. Also es ist ähnlich wie bei den vorher gezeigten Artlist und Audio. Man bezahlt pro Song, auch Mittelklasse-Segment. Hier nochmal steht auch auf der Webseite, unten steht es, please note that our license does not include public performance rights. If you are unsure whether your project falls under the scope of public performance, please contact your local performance right organization. Also man muss ja eigentlich bei jedem Song mit der GEMA klären, ob man da jetzt was bezahlen muss oder nicht. Ja, das ist natürlich in der Praxis schon etwas umständlicher, sage ich mal. Selbes gilt für den Anbieter Audio Jungle, sind auch brauchbare Songs dabei. Selbes Problem, Preise sind im Mittelsegment. Ein Anbieter, wo die Künstler sicher bei Verwertungsgesellschaften sind, ist MusicBed. Aber die Songs bei MusicBed sind wirklich extrem gut und darum benutze ich sie für meine eigenen Projekte, nämlich für das Showreel. Da machen die auch einen recht fairen Preis, wie ich finde, 99 Dollar pro Song für die eigene Werbung. Und wenn ich für mich ein Showreel schneide, dann weiß ich halt sicher, was mit dem Video passieren wird, nämlich ich zeige das nur auf YouTube und auf meiner Webseite tue ich dieses Video einbetten und das sollte dann alles so stimmen. Und selbst wenn das nicht stimmt,
dann ist es ja nicht ein Video für meine Kundschaft, sondern es ist mein Video. Und dann hat man aus meiner Sicht halt schon deutlich weniger Stress, das dann zu klären und ein bisschen weniger Ärger. Aber für meine Kunden mache ich fast immer GEMA-frei. Manche Kunden wollen explizit GEMA-pflichtige Songs nutzen und da tue ich das dann halt schriftlich klären, dass der Kunde für die Zahlungen an die Verwertungsgesellschaft zuständig ist. Jetzt GEMA-freie Anbieter ist zum Beispiel Soundtaxi. Ich glaube, die Firma ist sogar aus Deutschland oder die haben hier einen Standort. Auf jeden Fall kann man mit denen auch persönlich sprechen, wenn es mal größere Projekte gibt. Zum Beispiel hatte ich ein Projekt, da war die Nutzung für das Video online. Point of Sale auf Messe, auf Großveranstaltungen, in Hotellobbys in Deutschland, Österreich, der Schweiz, zeitlich unbegrenzt, inklusive Cutdown-Version und die Paid Ads waren mit unbegrenztem Budget. Also das sind dann schon relativ hohe Anforderungen. Und das kann man dann halt mit denen telefonisch und schriftlich klären. Die machen dann halt explizit für diesen Verwendungszweck einen Preis pro Song. Der ist dann auch schon relativ hoch, aber große Konzerne und bei großen Projekten, die mögen es halt gerne, wenn das alles rechtlich sicher ist und passt. Und dann ist es auch okay, wenn es ein bisschen mehr kostet. Framtracks ist auch ein guter Anbieter von GEMA-freier Musik. Mit denen habe ich auch vor kurzem telefoniert, weil ich wissen wollte, ob auch im gesamten Ausland die Songs frei von Verwertungsgesellschaften sind. Und die haben mir dann erklärt, dass sie ihre Songs alle selbst komponieren. Und das ist natürlich auch sehr vertrauenswürdig. Findet man auch, wie ich finde, ein paar sehr gute Songs bei denen. Okay, dann fasse ich das mal zusammen. Also die GEMA-pflichtigen Songs sollte man nicht selbst hosten und mit Kunden sollte man klären, wer die Gebühren an die Verwertungsgesellschaften bezahlt, also eigentlich immer der Kunde. Und GEMA-freie Songs bieten halt eine gewisse Sicherheit, dass man dahingehend keine Probleme hat. GEMA-pflichtige Songs oder wahrscheinlich GEMA-pflichtige Songs kriegt man oder die hole ich mir üblicherweise bei Artlist, Audio, Music Bed, Premium Beat oder Audio Jungle. Und GEMA-freie Musik hole ich mir meistens bei Soundtaxi, sollte das eigentlich heißen, da fehlt ein I. Und bei Framtracks. Ja, das war's. Das sind die üblichen Musikanbieter, die ich so benutze und auf was man halt eben so achten muss. Solltest du noch eine Frage haben, dann kannst du die gerne in den Kommentaren stellen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Über diesen Button hier kannst du meinen Kanal abonnieren und dann verpasst du kein Video mehr, wie zum Beispiel das hier. Bis zum nächsten Video. Ciao.